einen Plan? Ja! Mich hier rauszufinden! Forspoken ist das erste neue Open-World-Spiel 2023 und es hat keinen leichten Stand. Eine völlig neue Marke, die bereits zwei Verschiebungen hinter sich hat und zum Release am 24. Januar gleich mal mit 80 Euro ordentlich zu Buche schlägt. Nicht nur auf der PlayStation 5, sondern auch auf dem PC. Da sind die Erwartungen hoch. Das Action-Rollenspiel von Luminous Productions mit einigen Entwicklern von Final Fantasy XV muss aber nicht nur deshalb abliefern. Mit Hogwarts Legacy steht nämlich am 10. Februar bereits das nächste magische Open-World-RPG an, das zudem auch noch auf ein etabliertes Universum setzt. Die Konkurrenz ist also groß. Und nachdem die Demo auf der PS5 vor ein paar Wochen schon viel Kritik kassierte, sieht es jetzt in der Vollversion nicht sonderlich besser aus. Auf der PS5 verschenkt Forspoken viel Potenzial und nervt mit Unstimmigkeiten. Die PC-Version konnten wir vor dem Release gleich mal gar nicht spielen, da lieferte Publisher Square Enix nämlich keine Testfassung. Wie es um die Technik von Forspoken auf dem PC steht, erfahrt ihr also erst kurz nach dem Release auf GameStar.de. Inhaltlich gibt es allerdings keine Unterschiede zwischen der PS5 und der PC-Fassung. Und auch wenn Forspoken oft enttäuscht, gibt es doch ein bisschen Licht am Horizont. Wo das neue Open-World-Spiel also punktet und wo nicht, klären wir deshalb jetzt im Testvideo. Los geht's gleich mit einer ganz großen Schwäche von Forspoken. Mit der Story. Die trieft nur so vor Stereotypen und Logiklücken. Auch das Erzähltempo ist so sprunghaft, dass die Spannung spürbar leidet. Wir beginnen unser Abenteuer als Heldin Alfrey Frey Holland zunächst im New York der Gegenwart. Die junge Frau aus Hell's Kitchen hält sich mit Diebstahlsdelikten über Wasser. Als sie mit ihrer Katze Homer aus der Stadt flüchten will, geht aber alles schief. Ihr Unterschlupf brennt nieder und ihr Erspartes ist weg. Als sie dann einen wertvoll aussehenden Armreif entdeckt, gibt es dann aber keinen Geldsegen beim nächsten Pfandleiher, sondern eine große Überraschung. Das lassen die einfach hier? Der Armreif kann nämlich sprechen und teleportiert Frey dann auch noch gleich in die Fantasy-Welt Aethia. Ach ja, und Zauberkräfte gibt's auch noch gleich dazu. In Aethia wird die hippe Großstädterin dann mit dem sogenannten Bruch, einer mysteriösen Katastrophe und den daraus entstandenen Monstern konfrontiert. Frey soll nun die Welt und die letzten noch lebenden Menschen retten. Doch bevor die Action richtig losgeht, sorgt schon die Wahl der vordefinierten Hauptfigur für Stirnrunzeln. Luminous Productions und Square Enix setzen zwar auf eine afroamerikanische Hauptdarstellerin, zeigen sie aber auch gleich wieder als Verbrecherin in einem ebenfalls von schwarzen Verbrechern geprägten Milieu. Das wirkt, als hätten Entwickler und Publisher versucht, aus einem Stereotyp auszubrechen, um Diversität vorzugaukeln und wären dabei hintenrum nur wieder in ein anderes Stereotyp hineingestolpert. Was soll hier die Botschaft sein? Schwarze Menschen können in einem Fantasy-Spiel von Verbrechern zu Helden werden? Das lässt viel Raum für Missverständnisse und ist kein guter Start ins Spiel. Aber ist halt so. Ich will keine Komplikationen. In der letzten Zuflucht der Menschen, der Stadt Cypall, wird Frey allerdings auch erstmal direkt eingesperrt. Die Bewohner halten die fremde Frau mit ihren magischen Kräften für eine zu große Bedrohung. Doch Frey kann entkommen und sich danach sehr frei in der Stadt bewegen. Die Wachen zeigen jedenfalls wenig Interesse an der Geflohenen. 20 Minuten später. Hey, du da! Es geht um Sir Robier, nicht? Das wirkt sehr unstimmig und ist nur ein Beispiel für die oft ungeschickt erzählte Geschichte. Wir fragen uns im Test jedenfalls mehrmals, wie das alles zusammenpassen soll. Wir schulden dir unseren Dank. Ohne deine Hilfe hätte es wohl noch mehr Opfer gegeben. Dabei ist die Lore hinter Forspoken durchaus interessant. Aethia hat zum Beispiel ein eigenes Kalendersystem. Von solchen Details erfahren wir allerdings nur in Archiveinträgen, die wir erst sammeln müssen, und sie wirken sich letztlich auch nicht wirklich auf das Spielerlebnis aus. Quests und Dialoge tun sich hingegen schwer darin, uns die Faszination dieser Welt zu vermitteln. Auch die Idee mit der weiblichen Heldin geht ein bisschen nach hinten los, wenn unsere Protagonistin dann durch unterschiedlichen Nagellack an Stärke gewinnt. Das kann man schon fast nicht mehr klischeehaft nennen, das ist einfach albern. Die Geschichte selbst ist übrigens auch recht vorhersehbar. Erst kommt sie nur zäh in Fahrt und am Ende übertreibt sie nochmal, um es spoilerfrei auszudrücken. Zwischendurch geht es dagegen immer mal wieder Schlag auf Schlag. Oh, warte, was tut er denn? Stopp! Würde Frey wenigstens als Protagonistin zünden, könnte man wohl über viele Schwächen hinwegsehen. Doch bei ihr und ihrem sprechenden Sidekick Ralph geht das Augenrollen munter weiter. Frey agiert sehr sprunghaft.
Zudem können wir ihre Motivation oft kaum nachvollziehen. Um es mit den Worten meiner GamePro-Kollegin Elene auszudrücken, Frey ist eine missglückte Aloy. Ihr wisst schon, die aus Horizon Zero Dawn und Forbidden West. Assis schlägt sich ziemlich gut. Schlug sich ziemlich gut. Beispielsweise wirkt die Beziehung zum Straßenmädchen Olivia, das Frey mehr als offensichtlich an sie selbst erinnern soll, merkwürdig aufgesetzt. Auf der einen Seite ist unsere Heldin angefressen und will laut eigener und häufiger Aussage nur nach New York zurück, obwohl dort ja eigentlich auch nur Probleme auf sie warten. Auf der anderen Seite setzt sie sich stark für die Kleine ein, ohne dass die Geschichte eine richtige Beziehung zwischen den Figuren etabliert. Das geht halt so fix, dass wir gar nicht richtig mitfühlen können. Von gutem Storytelling ist Forspoken also meilenweit entfernt. Hier, heil dich damit, wenn du dir wehtust. Frey hat zwar auch mal nachdenkliche Momente, in denen ihre innere Zerrissenheit durchscheint, sie hinterfragt letztlich aber sowohl sich selbst als auch die Spielwelt und das Geschehen viel zu wenig und kann deshalb als Figur kaum überzeugen. Das war beschissene Magie, Mann. Vielleicht hat unser Band gewisse Fähigkeiten geweckt, die... Ich bin eine scheiß Magierin, oh Mann. Bei dem inkonsequenten Hin und Her zwischen abgebrühter New Yorkerin mit coolen Sprüchen, gebrochenem Pflegekind, Zicke und aufopferungsvoller Heldin bleibt einfach kein Platz, eine Verbindung zu ihr aufzubauen. Etwa nicht gesehen, Bruder? Ich bin hier, ihr Möchtegern-Monster. Und der sprechende Armreif Reif hilft da auch nicht weiter. Ralph und Frey flaumen sich meist nur an, bis es nervt, statt auch mal aufeinander einzugehen. Hier lassen sich die Entwickler ganz viel Potenzial für eine interessante Beziehung, die sich durch das komplette Spiel zieht, meist völlig verpuffen. Ralph. Armberge vielleicht. Hm, Armberge. Armberge. Ja, Armberge ist perfekt. Nee, das wird mir jetzt echt zu bekloppt. Du. Den einzig halbwegs spannenden Austausch zwischen zwei Figuren im ganzen Spiel gibt es eigentlich nur zwischen Frey und der Questgeberin Auden. Kleiner Tipp deshalb, falls euch das Geplauder zwischen Frey und Ralph auf die Dauer nur noch nervt, in den Barrierefreiheitsoptionen könnt ihr die Häufigkeit der Kommentare runterstellen. Und auch sonst findet sich dort die ein oder andere nützliche Funktion, die uns das Spielen erleichtert, wie das automatische Einsammeln von Gegenständen. Das spart euch viel Zeit und Frust. Aber zurück zu den Charakteren. Auch abseits von Frey und Ralph bekommen wir es überwiegend mit blassen Figuren zu tun, die uns kaum ans Herz wachsen. Egal ob dieser Barde, der Rittersporn aus Witcher 3 nicht das Wasser reichen kann, oder dieser Wirt, deren Namen wir bereits vergessen haben. Dafür machen die deutschen Sprecher einen guten Job. Wenn denn nur die Gags zünden würden. Das Writing steht, wie schon angerissen, auf einem anderen Blatt. Die Sprüche bewegen sich nämlich eher irgendwo zwischen Fremdscham und unfreiwilligem Humor, wenn beispielsweise eine Redewendung wie »sich aufs Ohr hauen« von den Athianern falsch verstanden wird. Ist echt abgefuckt da drin. Unwirtlich. Wohl wahr. Athia ist fast verloren. Aber genug zu Story und Figuren. Kommen wir zum eigentlichen Gameplay und damit auch zu Open World. Die können wir nicht gleich komplett frei erkunden, die Spielwelt öffnet sich stattdessen erst nach und nach. Für optische Abwechslung sorgen dabei zwar unterschiedliche Biome, meist hat man sich aber nach einigen Minuten schon in den Grafiksets satt gesehen. Die Welt ist ansonsten nämlich ziemlich leer. Es erklärt die Story zwar mit dem todbringenden Bruch, aber das wirkt eher wie eine Ausrede und ändert ja letztlich nichts an der gähnenden Leere. Zumal die meisten Aufgaben in der Open World auch eher an Beschäftigungstherapien vieler Ubisoft-Spiele erinnern. Da hätten wir die obligatorischen Glockentürme, die wir nicht einmal erklimmen müssen, um Orte auf der Karte hervorzuheben. Dann wären da die immer gleichen Dörfer, Ruinen und Höhlen, in denen nach einem Kampf gegen Gegnerhorden Mana, Archiveinträge, Umhänge und andere Belohnungen auf uns warten. Hasta la vista, Baby! Achtung! Das hilft nicht viel! Dann gibt es Mutanten als kleine Bossgegner. Allerdings haben wir gegen die unter Umständen noch keine Chance, da uns die richtigen Zauber fehlen. Es gibt Fotospots, Schreine und Zufluchtsorte, in denen wir uns erholen und craften können. Hier reiht sich also eine 0815-Aufgabe an die nächste. Die Map ist Open-World-typisch mit Symbolen zugeklatscht, die wir nach und nach abarbeiten sollen. Und so fühlt sich das dann auch bald an. Wie abarbeiten. Wir bekommen sogar Checklisten und Hinweise direkt vorgekaut und erfahren so, welche Belohnung wo auf uns wartet. Entdeckungsdrang und ein wertiges Belohnungsgefühl kommen da nicht auf. Da ändern auch die Ressourcen und Schatzkisten nichts dran, die wir sowieso eher beiläufig einsammeln. Dank Ralphs Radarfähigkeit können wir auch kaum etwas übersehen.
Warum also erkunden, wenn wir einfach scannen können? Uns verging die Lust aufs Looten und die vielen Nebentätigkeiten nochmal zusätzlich, als wir dann feststellten, wie häufig Assets recycelt werden. Bestes Beispiel sind die sogenannten Labyrinthe. Das sind nicht etwa verzweigte und rätselhafte, sondern recht lineare und banal Copy- und Paste-Gebiete. Die Dungeons unterscheiden sich oft lediglich in ihrer Farbgebung, den Monstern und Ressourcen. Selbst die Bossgegner in diesen Spezialgebieten zeigen, wie uninspiriert Forspoken hier vorgeht. Die Viecher sehen oft wie Glasmonster aus, mal mit Flügeln, mal mit Tentakeln, letztlich aber doch meist sehr ähnlich. Auch die Abstecher, so heißen die Nebenquests in Forspoken, geben sich weder denkwürdig noch motivierend. Es gibt zwar Ausnahmen, wie die, in der wir besondere Werkzeuge besorgen sollen, da wir so einen tieferen Einblick in die Persönlichkeit eines Nebencharakters, nämlich der Archivarin, bekommen, aber ansonsten fühlt sich der Rest sehr belanglos an. Die vielen Katzen in Athia mögen vielleicht für Katzenfreunde ein Bonus sein, aber ihnen immer und immer wieder hinterherzurennen, nur um Püppchen für Händler einzusammeln, ist sehr einfallslos. Und auch die Fotos, die wir für Kinder schießen sollen, wirken eher, als wolle man das Smartphone als Kuriosität nochmal unbedingt in einer Fantasy-Welt einbauen. Manche Nebenquests sind außerdem nur in bestimmten Phasen der Geschichte verfügbar, da sie zu diesem Zeitpunkt für die Handlung Sinn ergeben. Der Gedanke dahinter leuchtet ein, aber so kann es auch passieren, dass wir eine Folgequest verpassen, weil wir nicht rechtzeitig auf die Map gucken oder das Spiel es uns zu spät kommuniziert. Hier hätten wir uns ein verständlicheres System gewünscht, statt ständig auf die Karte schielen zu müssen und uns zu wundern, wo das neue Fragezeichen-Symbol denn plötzlich herkommt. Was zum? Aber genug gemeckert. Kommen wir endlich zu den guten Nachrichten. Denn wie anfangs schon erwähnt, hat Forspoken auch seine Stärken. Besonders das Kampf- und Parcoursystem sind flott, dynamisch und wuchtig umgesetzt. Beim Parcours müssen wir allerdings auf Freys Ausdauer achten. Wir können also nicht grenzenlos durch die Landschaft dashen. Immerhin schalten wir nach und nach Upgrades frei und sorgen so für mehr Puste. Außerdem erweitern wir das Moveset im Laufe der Geschichte. Frey nutzt später einen Enterhaken und kann über Wasser laufen. Da kommt ein richtig guter Flow auf. An die Qualität eines Spider-Man, mit dem wir uns durch die Häuserschluchten von New York schwingen, kommt Frey aber nicht ganz heran. Das gilt übrigens auch für das Kampfsystem. Dafür ist die Steuerung einfach nicht präzise genug. Daher sind wir über die Schnellreisepunkte froh, die uns Forspoken an die Hand gibt. Also, falls wir doch mal eine Pause brauchen, statt wie Sonic durch die Welt zu düsen. Parcours spielt übrigens auch in den Kämpfen eine große Rolle, etwa um auszuweichen oder für Angriffe aus der Luft. Neben der Ausdauer müssen wir dann auch Freys Trefferpunkte, also ihre Lebensenergie, im Blick behalten. Ralf schützt uns zwar automatisch bis zu einem gewissen Maß mit seiner Schildmagie, aber auch er ist irgendwann erschöpft und braucht eine Pause, in der wir besonders anfällig sind. Dank Heiltränken, die wir natürlich auch craften können und die sogar automatisch eingenommen werden, falls eingestellt, können wir uns auch recht entspannt um den Angriff kümmern. Dafür setzen wir Angriffs- und Unterstützungsmagie ein, die sich in vier Elementarklassen einteilen lassen, aber erst freigeschaltet werden müssen. Zwischen den Zaubern wechseln wir über ein Menürad hin und her, was auch nötig ist, um mögliche Resistenzen von Gegnern zu umgehen. Taktik ist also durchaus nötig, vor allem bei stärkeren Monstern. Mit den Angriffszaubern feuern wir beispielsweise kleine Steine maschinengewehrmäßig auf Monster. Wir können aber auch einen stärkeren Angriff aufladen und umso mehr Schaden auf einmal entfesseln. Die Unterstützungszauber setzen auf Effekte wie Fesseln oder Gift und müssen nach Gebrauch erstmal wieder aufgeladen werden. Mit der Zeit lädt sich dann auch nochmal eine Schubmagie auf, die nochmal extra hart zuschlägt. So heizen wir mit optisch beeindruckenden Zaubereffekten unseren Widersachern ordentlich ein. Je besser wir uns dabei anstellen, desto mehr Erfahrungspunkte bekommen wir. Das wird uns dann auch über ein Notensystem am Bildschirmrand angezeigt. Zur Auswahl stehen übrigens drei Schwierigkeitsgrade. Auf dem mittleren könnt ihr viele Nebenaufgaben auch links liegen lassen und kommt trotzdem gut voran. Da die Feinde außerdem nicht mit unserem Level skalieren, verkommen beispielsweise die Bruchzombies sehr schnell zur Kanonenfutter. Mitunter kann es sogar noch einfacher werden, wenn ihr mit Ressourcen eure Werte erhöht. Durch das Lackieren der Fingernägel steigert ihr zum Beispiel den Schaden der Unterstützungsmagie bei voller Schubmagie. Levelt ihr dann auch noch eure Ausrüstung und Zauber, kann es euch wie uns ergehen. Wir konnten dadurch einen wichtigen Boss nämlich sogar mal mit nur einem Angriff umhauen. Das wirke dann schon ein bisschen unfreiwillig komisch. Ein paar Ungereimtheiten gibt es auch bei der Technik. Wir hatten zwar keine richtigen Bugs oder Abschütze auf der PS5. Unsichtbare Wände, Freys Bewegungslosigkeit in Gesprächen und Dialogoptionen und ein hässlicher Unschärfeeffekt in den Zwischensequenzen trüben aber den Gesamteindruck.
Gerade in den Kämpfen trumpft Forspoken hingegen mit flüssigen Animationen und fetzigen Partikeleffekten auf. Unser Hardware-Experte Chris Verian aus der GamePro-Redaktion hat sich auch die drei Grafikmodi nochmal genauer angeschaut. Zur Auswahl stehen auf der PS5 die Optionen Performance, Grafik und Raytracing. In den Modi ist die Renderauflösung mit weniger als 1440p allerdings vergleichsweise gering und rutscht im Leistungsmodus sogar mal unter 1080p. Exakt bestimmen lässt sich der Wert aber nicht, da die Auflösung in Forspoken dynamisch anhand des aufkommenden Rechenaufwands reguliert wird. AMDs moderne Skalierungstechnik Fidelity FX Super Resolution 2.0, die eigentlich ein scharfes Bild aus der niedrigen Basisauflösung generieren soll, kann da leider auch nichts mehr ausrichten. Am besten arbeitet das Verfahren nämlich mit einem Bereich ab 1440p. Jeder Bildmodus von Forspoken liegt jedoch darunter. Zusätzlich kamen uns auch Bildartefakte unter, die auf die niedrige Auflösung in Kombination mit FSR 2.0 zurückzuführen sind, darunter eine flimmernde Haar- und Vegetationsdarstellung. Vom Raytracing solltet ihr außerdem nicht zu viel erwarten. Forspoken nutzt die anspruchsvolle Technik zum Berechnen von Lichtstrahlen, um damit glaubwürdige Schatten bei festen Objekten zu werfen. Zumindest würde es das Spiel gern. Viele Schattenverläufe sind allerdings alles andere als realistisch. So wird die Distanz des angestrahlten Objekts zur Lichtquelle und dann wiederum zur Umgebung nur in wenigen Fällen korrekt reproduziert, wodurch die Raytracing-Schatten kaum gegenüber den herkömmlichen Schatten hervorstechen. Außerdem sind die Lichtverhältnisse in Forspoken komplett statisch, weil es keinen Tag-Nacht-Wechsel in der Open World gibt. Dynamische Schattenwürfe, eine Stärke von Raytracing, bekommen wir also vergleichsweise selten zu sehen. Eine ziemlich maue Umsetzung also, die die Bildwiederholungsrate unnötig auf 30 FPS bei 60 Hz Fernsehern bzw. 40 FPS auf 120 Hz Displays drückt. Freuen dürfen wir uns dagegen über schnelle Ladezeiten und dass wir, anders als in der Demo, kein Ruckelfest bekommen. Außerdem unterstützt das Spiel auf gleich mehrere Arten die Funktion des DualSense Controllers. So fühlen wir etwa Freys Schritte über das haptische Feedback des Controllers in unseren Handflächen und Ralfs Plaudereien ertönen aus dem Lautsprecher. Wie sich Forspoken auf dem PC schlägt, muss sich dagegen erst noch zeigen. Allerdings hat Square Enix bereits Angaben zu technischen Features gemacht und happige Systemvoraussetzungen angekündigt. So soll 4K mit 60 FPS auf Ultra-Einstellungen erst ab einer RTX 4080 möglich sein. Für so hohe Hardware-Anforderungen sieht das Spiel allerdings bei weitem nicht gut genug aus. Immerhin werden auf dem PC 32:9 Ultra-Breitformate unterstützt. Mehr Details zur Performance der PC-Fassung und zu eventuellen Problemen gibt's dann aber erst nach dem Release auf GameStar.de. Blicken wir also jetzt auf das Gesamtpaket Forspoken, gibt es eigentlich zwei klare Antworten. Wollt ihr auf dem PC spielen, wartet unbedingt die technischen Tests ab. Und auch auf der PS5 können wir euch das Spiel nur bedingt empfehlen. Zum Vollpreis für 80 Euro schon mal gar nicht. Das Kampf- und Parcoursystem macht zwar Spaß, aber wer die gut 30 Spielstunden nicht über die Mängel bei Story, Charakteren und der Welt hinwegsehen kann, sollte auf einen saftigen Sale warten. Oder ihr befolgt einfach Freys Rat. Ach, wir könnten es einfach ignorieren. Ja, den hier. Oh! Gleich kommt ein Knaller.